Joho, verehrte Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen wundervollen Session von Let's Play The Sims 4. Es ist locker über eine Woche her, seit ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe, und ich bin wirklich richtig, richtig heiß darauf, jetzt endlich mal wieder eine Runde mit euch zusammen zocken zu können, auch wenn es für euch gar keine Pause mit diesem Spiel hier gab. Ich befinde mich aus einem bestimmten Grund im Erstellungsbildschirm, und die alteingesessenen Kenner in diesem Let's Play wissen natürlich, dass ich vor ein paar Folgen mal angekündigt habe, dass eine neue Person in unseren wundervollen Haushalt einziehen wird, und jetzt ist es an der Zeit, diese Person zu erstellen. Und diese Person wird, wie ich glaube ich auch schon habe, durchsickern lassen, eine Frau. Ja, unser reiner Männerhaushalt mit den zwei Recken, kecken Menschen, einmal hier der Kevin Dodemann und einmal der Herbert Krümelbach, meine lieben Freunde, das ist wirklich unglaublich asozial, dass jetzt hier eine Dame einzieht, denn das Mädchen, das da einzieht, das kenne ich schon seit meiner Jugend, und das stimmt auch wirklich, denn einziehen wird in unseren Haushalt die Stiefschwester von Herbert, also nicht die leibliche Schwester, sondern die Stiefschwester würde ja in dem Sinne bedeuten, dass irgendwann halt mal die in die Familie dazugekommen ist, weil der Papa vom Herbert sich eine andere Frau geholt hat oder irgendwie sowas. Da gucken wir mal noch, was ich habe mir jetzt überlegt, will ich ein Genetikexperiment ausprobieren und schauen, wie eine Schwester vom Herbert aussehen würde. Kann man natürlich mal machen. Eine Schwester vom Herbert würde so aussehen. Unglaublich sexy, gebe ich zu, ja. Ich bin gerade auch ganz schön erregt und frage mich, ob ich die Aufnahme nicht abbrechen und mir lieber einen runterholen sollte, aber wir erstellen keine Schwester von Herbert, keine direkte, keine Verwandte, denn ansonsten wäre sie ja auch ziemlich alt. Die Schwester wird eher so in ihren 40ern, 50ern sein und nicht schon so 60, 70, sondern eher so 40er, 50er, und ich habe mir dann ein super Konzept für die ausgedacht. Also jetzt erstmal hier neuen Sim hinzufügen, dass wir mal wieder hier irgendwie so eine verschiedene Gronkh-Variante, Hunnis, und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen einen Erwachsenen erstellen, also schon so ein bisschen älter, und natürlich eine weibliche Person. So, boah, das ist so ungewohnt, nach dem Urlaub wieder richtig vorm Rechner zu sitzen und ein Videospiel zu spielen und in ein Mikrofon zu reden. Da wird man tatsächlich nach 9 Tagen irgendwie... Ist es schon wieder ungewohnt. Also, das ist die Dame schon mal. Jetzt gibt man da noch so eine... Nein. Ja, so eine hohe, trällernde, quietschende Stimme, das passt ganz gut. Standard Gangart. Was nehmen wir da denn? Da brauchen wir irgendwas, das so ein bisschen... Also ich kann euch ja schon mal so im Ansatz das Konzept verraten. Das soll so eine richtig schnippische, stressige... Kann man hier jetzt den Nachnamen? Muss ich auch noch gleich ändern, bitte. Ja, das geht noch, alles klar. Aber das soll so eine richtig schnippige und stressige Oberschnöselzicke werden. Also noch schlimmer als Herbert, der das natürlich durch seine Erziehung in der gleichen Familie auch schon mit drin hat. Aber so richtig... Richtig, richtig schnippisch. So, der feminine Gang ist vielleicht am besten für den Fall. Nehmen wir den einfach mal. Beziehungen bearbeiten, Mitbewohner, Bruder. Sollen wir da Bruder einfach auswählen? Wählen wir Bruder aus. Es ist zwar nur Stiefbruder in dem Fall, aber wählen wir Bruder aus. Also, was heißt, jetzt habe ich gerade eben eigentlich vorher voll den falschen Satz gebracht. Ich habe gesagt, dass sie gleich alt sein müsste wie Herbert, wenn es die leibliche Schwester wäre, aber die kann ja auch einfach später geboren sein. Also es ist entweder die Stiefschwester oder die Schwester, das ist eigentlich scheißegal an sich. Nehmen wir einfach sie wäre die Schwester von Herbert, das ist dann am lustigsten. Und wir brauchen erstmal den Namen dafür, dann wissen vielleicht manche schon, in was für eine Richtung das gehen soll. Und zwar, der Vorname wird Tine lauten. Ich sag dazu jetzt gar nichts weiteres mehr, der Vorname ist völlig wertungsfrei und absolut nicht auf reale Personen bezogen. Und der Nachname, Tine... Moment, was war der Nachname? Spießspitzler war der Nachname, den ich haben wollte. Ja, Tine Spießspitzler. Also da hört man auch schon raus, das wird wirklich hier die Obertanne, die ganze Zeit dann so redet. Herbert, wie kannst du nur bitte diese Socken wieder anziehen? Und du hast deine Donnerstagsunterhose wieder am Montag angezogen. Ich dreh total durch. Also die wird dafür sorgen, dass in dem Haushalt wirklich Ordnung und Zucht einkehrt. Und alles eigentlich nicht mehr da steht, wo es eigentlich stehen sollte. Bestreben wählen. Was machen wir denn da? Bestreben wählen. Familie. Die Familienbande häuslicher Sims werden schneller fest. Aha. Niederträchtige Sims. Beliebtheit. Was nehmen wir denn da? Oder Wissen. Nehmen wir mal einfach Wissen. Nehmen wir wirklich Wissen. Da kann man sogar noch mehr auswählen. Oder Vermögen. Dieser Sims will reich werden. Komm, nimm mal, ich will reich werden. Ja, ich möchte das große Geld. Das kann man gar nicht fassen, was ich für ein großes Geld möchte. Der Herbert, der immer nur rumsitzt, ne, das ist nicht zu fassen. Will ich das einfach nur unglaublich asozial, Herbert. Das glaubst du gar nicht. Ein weiteres Merkmal, komm mal auswählen. Ich habe jetzt hier einfach mal hier das Geschäftstüchtige ausgewählt. Das wird jetzt wieder so eine Erstellungsfolge, aber wie ihr immer wisst, ich lasse mir da auch Zeit.
Spinnerin, romantisch, Genie, düster, fröhlich, kreativ, Hitzkopf. Hitzkopf ist gut, ein bisschen Wind. Du blöder Stinkstiefel, du. Du Asozialer, es ist nicht zu fassen mit dir. Ansonsten noch Kunstliebhaberin, Perfektionistin, das passt perfekt. Diese Sims brauchen länger, um Dinge herzustellen, erzielen aber häufig eine bessere Qualität. Aha, aha, sie erhalten starke Stimmung, wenn sie, alles klar, jedenfalls perfektionistisch. Das, oder keine Ahnung, was sie da gerade gemacht hat, das war nicht perfektionistisch, sondern irgend so ein komisches Mantra, Telepathie-Scheiß-Gedöns, aber ist okay, Tine, Spießspitzler, ich bin, mit 3S sogar, nur 2S. Warum macht das da 3, achso, ich hab hier tatsächlich einmal, bitte 2S, Spießspitzler, oder schreibt man Spießer mit 2S? Oder so? Mach mal 1S, das sieht auch schöner aus. Tine Spießspitzler lässt sich auch schneller irgendwie als Unterschrift draufschreiben, falls sie irgendwann mal Autogramme geben muss. Weil ich so unglaublich perfekt bin, meinst du? Ja, natürlich, weil du so perfekt bist. Und ansonsten auch noch, mag keine Kinder, das könnte dazu passen. Einzelgänger, das stimmt nicht wirklich, aber familienbewusst, das stimmt schon. Machen wir einfach mal noch familienbewusst dazu. Oh, guck mal hier, dieses wunderschöne, in der Luft sich drehende Porträt, absolut nicht gruselig. Und jetzt kommen wir endlich zum spaßigen Teil, nämlich der Gestaltung des Körpers. Erstmal, hier haben wir, das ist eine stylische Frisur, sieht ein bisschen aus wie eine asiatische Version von Michael Jackson, aber no offense hier, no offense. Erstmal, was geben wir ihr für ein Body? Was ist hier? Gesichter und Hautfarbe. Ja, ein bisschen too much hier. Ich möchte eigentlich nur mal, wählen wir mal sowas aus und dann können wir ja danach ein bisschen dran rumfuhrwerken. Einfach mal so eine Standard-Kopfform. Tine Spießspitzler. Die braucht sowas richtiges, zusammengeknautschtes, so ein von Anfang an. So, machen wir mal so hier. Ja? Das ist erstmal der Anfang von Tine Spießspitzler. Tine Spießspitzler ist eher so ein bisschen. Die ist gebräunt, weil die hält ja was auf sich. Wenn ich nicht ins Sonnenstudio gehe, dann bin ich absolut nicht so hübsch, wie ich es eigentlich wäre. Oh Mann, nee, das ist wirklich. Ich freue mich abgrundtief darauf, dass meine Schwester bei uns wohnt. Das wird wirklich richtig super. Kevin, findest du das nicht auch? Ja, jetzt fühle ich wieder Selbstgespräche hier von Anfang an, das ist echt total komisch. Ich bin heute ein bisschen langsam, im Erstellen, es tut mir tierisch leid. So eine kleine Falte vom ganzen Stirnrunzeln ins Gesicht, das ergibt schon Sinn. Sommersprossen, oh ja, das wird so eine richtig, also sie muss schon so ein bisschen alt aussehen, weil ansonsten, ja nicht alle Sommersprossen oben drauf, ich bitte dich. So ein bisschen, so ein Schönheitsfleck noch dazu, so ein bisschen alt muss sie einfach aussehen aus dem Grund, dass sie halt schon, sie kriegt halt andauernd Falten vom ganzen Rumschreien. Das geht halt nicht irgendwie einfach nur an so an jemandem vorbei. Das wäre jetzt die Frisur unserer, was sieht man, die BH-Spitzen, junge Dame. Das ist nicht zu fassen, wie man die da sieht. Graue Haare finde ich dann schon so ein bisschen zu heftig. Die kriegt so eine rote Frisur. Oh, das wird ganz toll. Das wird grandios. Aber jetzt braucht sie auch so eine, also Tine, so eine Tine, die braucht, so eine rothaarige Miley Cyrus, das wäre auch, komm, nehmen wir das mal, oder? Wollen wir das einfach nehmen oder so eine Hochsteckfrisur? Das sieht ein bisschen strenger aus. Das sieht streng aus. Ja, das war züchtig und ordnungsgemäß richtig, als man damals noch solche Frisuren getragen hat. Das war unglaublich. An der Stimme muss ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten, aber ich finde sie schon ganz gut. Das wird sich wieder im Verlaufe des Let's Plays entwickeln. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da wieder einen guten Weg finden werden. Auch wenn dadurch natürlich die wunderschönen Stimmbällchenklänge vom Herbert ab und zu mal ein bisschen unterbrochen werden, aber das ist, das ist schon in Ordnung. Das ist immer noch die beste Stimme des ganzen Let's Plays. Hallo, meine lieben Freunde. Ein Hut braucht es jetzt nicht zwingend. Das reicht eigentlich. Ach, stimmt, wir sollten vielleicht noch irgendwie so ein bisschen ans Gesicht rangehen. Wäre mal so eine Überlegung. Und die Augen noch anpassen. Die sind gerade zu hell. Die müssen eher so zugekniffen sein. So ist schon mal ganz gut. Dann vielleicht kann man die noch so ein bisschen. Oh ja, so ein bisschen ganz nah ran. Oh, das wird. Die Augenbrauen tief. Oh, jetzt wird sie langsam. Dann so eine richtige Hexennase. Wir wollen ja hier jetzt nicht irgendwie die größten Schönheiten der Welt erstellen, sondern sie soll schon richtig kleine Ohren auf jeden Fall. Ganz kleine Ohren bitte. Sind die schon so klein, wie es geht, oder wie? Ja, das ist aber nicht sonderlich klein, du. Da sind meine Ohren schon fast ein bisschen kleiner. Ne? Hummel, Hummel, Moes, Moes. Dann gehen wir ein bisschen runde Fissen und dann hier das. Oh nee, so ein Breitmaul will ich nicht haben, sondern so dünne, spitze Lippen. Spitzfindige. Oh, Alter, Leute, mit der wollt ihr euch nicht anlegen. Das ist so eine richtige Grumpy McGonagall. Und die macht euch die Hölle reiß. Da dürft ihr. Oh. Das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Also, ich muss euch mal dazu erwähnen, es ist nicht so, dass ich mir irgendwie sehr, sehr viel für die neuen Charaktere am Anfang bereitlege. Also, die entstehen eigentlich immer so ein bisschen nebenbei und ich erstelle sie dann, also in meinem Kopf, ich denke mir immer so ein bisschen so eine Background-Story aus und wie ich die vom Charakter haben werde, damit das hier irgendwie weiter ganz gut zusammenpasst.
Oh, Alter. Die, mit der willst du dich nicht anlegen. Alter. Das ist aber echt. So ganz, ganz zu dünn darf es nicht sein. Jedenfalls, also ich überlege mir das immer so nebenbei so ein bisschen. Als ich Kevin erstellt habe, habe ich mir gleich Gedanken darüber gemacht, was ich mit Herbert, was ich für den nächsten Charakter gerne hätte. Und da ist halt Herbert bei rausgekommen. Und dann überlege ich mir eigentlich kurz vor der Aufnahme irgendwie den Name und den Nachnamen. Das kommt dann immer ganz schnell. Und während ich dann den Charakter erstelle, wird noch so ein spontan bisschen was dazu gebastelt. Das heißt, eigentlich entstehen die Charaktere echt erst im Let's Play. Nur so der Grundgedanke, wo ich mir einfach denke, was würde dem Let's Play an sich ganz gut tun, an einem neuen Charakter, was würde das noch lustiger gestalten, die entstehen schon zwischendrin. Also steckt tatsächlich so eine gewisse Planungsarbeit schon fast in diesem Let's Play mit drin. Ob man es glaubt oder nicht. Mag man kaum glauben, aber hier steckt irgendwie Planungsarbeit mit drin. So, das Ding ist jetzt natürlich, ich hätte jetzt, also nicht weil Tine, das ein böser Wicht, wer denkt, dass ich die wegen einer Tine etwas rundlicher machen möchte, aber ich merke gerade eben, das passt absolut nicht zu der. Die muss wirklich gartenschlank sein, damit das hier irgendwie auch so, damit sie so ein bisschen auch die Leute zusammenscheißen kann. Wenn du jetzt hier schon wieder den Kuchen isst, ne, das gibt mir wirklich unglaublich auf den Sack. Weißt du eigentlich, wie viele Kalorien da drin sind? Erst neulich stand in der Bild, wenn man Kuchen isst, dann wird man so fett wie der Rainer Kallmund und dann kann man immer mit dem Flugzeug fliegen. Das glaubst du gar nicht, ne? Das wollen wir natürlich nicht, dass das mit drin ist. Deswegen, also das wollen wir, dass das mit drin ist. Das wollen wir eigentlich nicht, dass das mit drin ist. Was erzähl ich für einen Scheiß? Also, das muss halt irgendwie gegeben sein. Und deswegen, ja. Detailbearbeitungsmodus, was ist ein Detailbearbeitungsmodus? Kann man hier nochmal, da kann man nochmal ganz nah rangehen, da kann man hier nochmal so alles noch, nee, so ein Schlafzimmerblick bitte nicht, die muss ja ganz offene Augen haben, die muss ja alles sehen. Alles sehen muss sie. Die gefällt mir echt gut. Die gefällt mir ja richtig gut, das Problem ist nur, ich finde gerade eben, hier sind die Körperbearbeitungsdinger. Schön, da wollte ich nämlich gerade drauf kommen, damit einfach sie erstmal so ein bisschen hardcore dünn. Oh, alter Digga, ey. Das ist aber schon so ein bisschen jetzt hier, wir wollen keine mit Magersucht haben, wenn ich das mal so anmerken darf. Schon so, oder? Das ist okay, würde ich sagen. Nee, trainiert auf keinen Fall. Die ist total undurchtrainiert. Sie macht vielleicht ein bisschen Sport, ein bisschen können wir es aufdrehen. Aber großteils kümmert sie sich nur um Ernährung. Das wird vielleicht auch ihr Beruf, irgendwie so Ernährungsberaterin, wenn es den Beruf denn gäbe. Hier kann man noch so ein bisschen auf den Körper oben drauf gehen. Sind auch nochmal mehrere wunderschöne. Oh, das ist besser, so ein bisschen stämmig. Oder so. Ja, Frikadella 2.0. Aber hier möchte ja niemand dem Gronkh die Ideen klauen. Kann man auch die. Oh, die Oberweite wird da auch noch mitbestimmt. Hat die steife Nippel gerade? So ist ganz gut. Die kriegt von mir keine große Oberweite spendiert, weil das, was ihr an großer Oberweite fehlt, das wird halt mit einer großen Klappe wieder weggebaut. Ist das ja noch so ein, die ist doch auch so eine Frau für ein Tattoo, so. Hier, so, ich habe einen Delfin da unten dran, weil, weißt du, das ist der Delfin, der bedeutet mein Leben und so. Ja, das ist der Delfin, den habe ich mir damals in Mallorca stechen lassen. Wunderschöner Urlaub war das, aber absolut ohne Alkohol, wirklich nur alkoholfreie Cocktails. Und das ist ein Delfin, der bedeutet für mich unglaublich viel. Wirklich unglaublich viel. Und jetzt gehen wir hier mal kurz noch an die Lux ran. Das muss ich jetzt mal ein bisschen schneller machen. Ich verplapper mich hier wieder ohne Ende, ey. Das ist. Zum Glück ist es eine Folge, die Leute, die nicht drauf stehen auf die Charaktererstellung, natürlich überspringen können. Aber die Leute, die hier dabei sind, das sind eben auch die Leute, bei denen ich wirklich weiß, ne, die lieben das, die leben das Let's Play abgöttisch. So eine richtig, oh ja, so eine graue Bluse, die wird, Alter, die hat keinen Bock auf die Welt. Die hat sowas von keinen Bock auf die Welt, die Dame. Das glaubt ihr gar nicht, wie die keinen Bock auf die Welt hat. Das ist die Alltagskleidung, die wir jetzt gerade eben hier zusammenstellen. Beinbekleidung für die Alltagskleidung. Was können wir denn da nehmen? Eigentlich so eine Hose ist schon mal ganz gut. Aber, nee, das ist schon zu trendy. Das trägt man nicht. Also, oh, das ist. Die muss so richtig bieder sein. Oh, yeah! Leute, das ist wirklich so eine richtig fiese Version von Professor McGonagall. Also Harry Potter. Das Unterwäsche kann man auch auswählen. Das wusste ich gar nicht. Das will ich euch das ersparen. Nein, bitte den weißen, oh Gott. Hier, die kriegt einen grauen Schlüpper. Die ist so langweilig, die kriegt auch noch einen grauen Schlüpper von mir oben drauf spendiert. Da war ich jetzt gerade eben einfach mal keine Gefangenen. Schuhe, vielleicht ein Brillchen gleich noch oben drauf. Erstmal braucht sie jetzt hier noch ein paar Schuhe. Wo gibt's denn hier Schuhe? Alter, warum hat sie jetzt nur noch eine Unterhose an gerade? Kann man ihr bitte mal wieder was anziehen? Die soll doch jetzt gerade keine Unterhose tragen, Digga. Das ist ein dreister Laden hier. Da werden einfach die Frauen ausgezogen, da läuft sie so in Unterhose rum. Das ist zwar so ein Miley Cyrus-Look, wäre das auf jeden Fall, aber ich bin ein bisschen verwirrt heute noch.
muss man schon nahtlos eingestehen. So ganz fit. Hier so, oh, das ist mit Socken am besten. Rot oder grau? Oder braun? Also rot ist schon ganz okay gewesen, das passt dann zu der Frise einfach nur. Aber was ist denn jetzt hier, wieso trägt denn die jetzt da Socken zu den High Heels? Aber das passt vielleicht auch zu ihr, Leute, oder? Passt das nicht gerade auch noch zu ihr, dass sie einfach Socken zu den High Heels trägt? Oder das passt doch eigentlich ganz gut. Ich finde, das passt gerade eben ganz eben. Sie ist so bieder, dass sie nicht mal ihre Füße zeigen will. Das ist ja schon too much. Dann natürlich vielleicht noch irgendwie... Oder nee, warte mal. Ah, natürlich. So eine Dame von Welt trägt Strümpfe. Rote. Nee, weiße. So schwarze passen eigentlich ganz gut dazu. Ey, das ist... Ich könnte Berater für böse Lehrerinnen werden. Das wäre auch ein Beruf für sie. So eine richtig assige Lehrerin. Also, aber so eine... Leute, so eine richtig assige einfach nur, ne? Enthält neue Objekte. Oha, sind da neue Objekte dazugekommen? Und abends, wenn sie weggeht, da wird sie zu der bösen Vampirin. Das ist alles zu hübsch für sie eigentlich schon fast. Aber es ist ja die Abendkleidung. Also, da kann man schon mal ein bisschen mehr aufdrehen. Allerdings natürlich auch in schwarz. Und wenn es Vampire jetzt gibt, dann wäre sie einer. Ey, sie wäre so ein richtig mieser Vampire, der dann alle noch anfängt irgendwie auszulutschen. Dann natürlich noch einen gelben... Man braucht einen gelben Trainingsanzug, ja? Das kann ich euch nur schon mal sagen, weil einen gelben Trainingsanzug... Jetzt hört man auch mal genau zu hier. Das ist einer, der wirklich dafür sorgt, dass man auch wirklich positiv trainiert. Ne? Also jetzt mal wirklich, jetzt ist man hier Butter bei den Fische, meine Freunde. Butter bei den Fische. Und schlafen tut sie in so einem... Ja genau, und... Boah, was ist denn das, bitteschön? Was ist denn das für ein Aufzug? Das ist ja, also das ist Sims. Oh, das ist, also wäre das jetzt eine heiße Frau, dann wäre ich jetzt hier aber gerade ganz schön am Abspitzlern. Am Abspitzlern. Auch ein geiler Ausdruck. So hier so ein rosa, lachsfarbener, absolut kein Geschmack. Und jetzt noch die Ausgehkleidung. Ach stimmt, eine Brille wollte ich auch noch gucken, ob man die hier irgendwie aufzwacken kann, so dauermäßig. Da muss ich mal kurz gucken hier. Wo hat man denn hier Handschuhe, Armbänder, Leggings? Wo hat man denn hier die Möglichkeit, ihr noch eine Brille irgendwie oben drauf zu klatschen, auch im Alltagsleben? Hier ging's ja. Aber wie ging's hier? Bin grad, das dauert noch kurz ein kleines Momentchen, Leute. Farbe, Outfit-Kategorie, gibt's hier denn... Muss es doch auch eine Brille geben, Leute. Leute von heute, hier muss es irgendwo eine Brille geben und ich bin gerade zu blöd, sie zu finden. Ich bin echt zu blöd, sie zu finden. Jetzt juckt es mich gerade auch noch am Ohr. Also ihr müsst mir noch so ein bisschen Verpeiltheit... Müsst ihr mir... Wo hatten die hier die Brille her? Gibt's da? Das ist doch bei... Das kann ja nur bei Accessoires sein. Aber wo? Wo hat sie diese Brille her? Kann man die hier anziehen, wenn man... Ah, man kann auch noch auf... Das wusste ich gar nicht. Dass man hier... Man entdeckt immer wieder Neues. Man entdeckt immer wieder Neues, Leute. Hier kann man auch die Brille auswählen. Da war auch ein Make-up. Stimmt, sie ist ja eine Frau. Da kann man auch jetzt mal nach Make-up gucken. Und natürlich auch nach Ohrringen. Ey, da hätte ich jetzt mal wieder ganz schön viel verpasst, wenn ich da nicht drauf geachtet hätte. Hier so richtig dicke, fette Klunker. So schwarze aber auch. Das ist schon mal ganz gut so. Und dann natürlich... Wenn es eine gibt, so eine richtig alte, biedere Brille. So eine. Oh, man. Nein, die sieht nicht gut aus. Du bist Professor McGonagall. Du bist böse. Oder so eine gelbe? So Gold oder schwarz? Das sieht echt richtig hässlich aus. Oder so eine wurde eher. Oder so jetzt, ich bringe andere Harry Potter-Vergleiche. Tut mir furchtbar leid natürlich, aber so ein bisschen Rita Kimcorn-Style sieht sie jetzt schon aus. So eine schreckliche grüne Brille noch dazu. Boah, also absolut auch geschmacksverirrt, die Dame. Und anscheinend spannt sie sich ihre Haare auch grundsätzlich über den Bügel drüber. Aber das ist ganz gut. Und das müssen wir jetzt halt für jeden Look übernehmen, weil sie natürlich nichts von Kontaktlinsen hält. Wo kommen wir denn da hin? Sie trägt durchgehend ihre sexy grüne Brille, weil die passt einfach zu jedem Outfit. Oder da trägt sie dann vielleicht eine blaue. Sie wechselt immer ihre Brillenfarben durch. Herrgott, ich habe ja die besten Ideen heute. Da Pink passt einfach auch absolut nicht dazu. Und vielleicht eine kleine Kette. So eine oder so eine oder so eine. So eine, dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein Armleuchter. Natürlich auch irgendwie ein bisschen geschmacksverirrt. In diesem Violett hier. Dann Sportbekleidung. Sag mal, Sport macht sie ohne Brille. Da läuft sie dann vielleicht irgendwie versehentlich gegen irgendeinen Pfosten. Aber das ist ja auch okay. Schlafanzug natürlich auch ohne Brille. Aber bei der Partybekleidung, da kommt dann auch wieder die Brille dazu. Dieses Mal in einem stilsicheren...
Ja, in einem stilsicheren Rosa oder sowas. Ich denke, damit sind wir tatsächlich an dieser Stelle fertig mit... Ach, ich dachte, ich wollte jetzt nochmal... So, genau, das wollte ich nochmal haben hier, damit ich auch irgendwie passend irgendwas für Thumbnail habe. Da hatte ich nämlich immer so, hier nochmal einmal da von der Seite und hier und so. Und das muss man immer ein bisschen machen, ne? Ein bisschen hier den Style nochmal aufzeigen. Jetzt habe ich gerade eben verraten, dass ich da immer heimlich meine Thumbnail-Bilder mitmache. Ich bin aber heute auch ein unprofessioneller Spitzbubenknecht, möchte man fast behaupten. Das ist Tine Spießspitzler und Tine Spießspitzler wird natürlich jetzt in den Haushalt einziehen. Uiuiuiui, ich bin gespannt.